Die neuen Sunlight sind da und hier sind sie etwas breiter, etwas größer, die Vans, der T67 von Sunlight mit 140 PS Fiat Ducato ist hier drauf und das werden wir gleich mal zeigen. T67, Preis wie er hier steht, Grundpreis 54.499 Euro, wie er hier steht, Serie 2022, 67.145 und 676 Kilo Zuladung, Längsbetten, ein Hubbett mit eingebaut. Ein wirklich tolles Fahrzeug mit einer ganz anderen Außendarstellung wie die meisten anderen. Man hat hier Silber verwendet, Weiß ist verwendet, also sehr schick. Sunlight ist ja so die Einstiegsserie, aber all das, was ich gesehen habe, es unterscheidet sich eigentlich kaum von Carrado und den anderen. Die Qualität hat sich maßgeblich von Modelljahr zu Modelljahr nochmal professionell entwickelt. Und ich habe eben an dem Möbelbau mal so richtig gerüttelt. Das ist alles kein Problem. Hier sieht man natürlich bei den etwas breiteren Fahrzeugen, die Garage hat massiv an Platz gewonnen. Und die werde ich jetzt mal öffnen für euch. Sie ist riesengroß. Also und das ist jetzt mal eine ultra große Garage. Ich schätze mal, wir haben hier 2,32 an Aufbaubreite, also normale teilintegrierte Wohnmobilaufbaubreite, zwei Zoösen, Schienen hier unten drin, das übliche mit Licht und einer 230 Volt Steckdose. Auch hier lässt sich alles problemlos nachrüsten, von Lithium über alles, was das Herz begehrt. Wir werden auch gleich mal reingehen, denn viele Details, die verstecken sich wirklich im Inneren. Was ist neu geworden? Unter anderem die Dometic-Fenster, die jetzt hier drauf sind, mit tiefer schwarzer Verdunklung. Man kann also von außen gar nicht reingucken. Gas ist 2x11 Kilo hier drin. Die verstecken sich hier. Man kann also extrem tief beladen. Das Gasfach geht nach oben auf. Also hier habe ich überhaupt kein Problem, die Beladung durchzuführen. Die Aufbautür ohne Fenster, sehr schlicht, aber das Ganze kommt mir doch sehr entgegen. Und hier sieht man auch schon dieses neue Design, was Sunlight an den Tag legt. Richtig toll. Ich schließe mal die Tür. Dann ist das mit dem Kontrast ein bisschen besser zum Filmen. Denn wir haben fast Hochsommer hier, sind im Moment noch im Freistaat am Filmen am 21. September. Hier noch ein Fiat Ducato 7, aber alle Fahrzeuge, die jetzt bestellt werden, natürlich auf Ducato 8. Hier mit Lederoptik und einem Mikrofaserstoff hier mit dabei. Auch hier kann ich diesen Tisch auch nochmal erweitern. Hier sieht man, hier gibt es also nochmal ein Einlegeteil, das entnommen werden kann und ich kann aus diesem Tisch dann nochmal eine komplette Sitzgruppe bauen. Die ist hier mit drin. Großes Heki ist über dem Hubbett drüber und das Ganze werden wir jetzt auch gleich mal zeigen, wie das Hubbett funktioniert, wie das Ganze dargestellt wird. Hier ist das Hubbett mit drin. Das kann ich mit einer Hand einfach runterziehen. Habe jetzt hier eine große Liegefläche mit drin und ein Längsbett nochmal hinten. Das heißt ein ausgewachsenes, richtiges Wohnmobil, ein großes Wohnmobil. Mit Tellerrost mit drin, Rausfallschutz, all das, was man kennt. So, Hubbett, der Rausfallschutz, den machen wir mal ein bisschen hoch. Hier oben dran, hier sind Lampen nochmal integriert, vier Stück, dass es auch möglichst hell ist. Und hier habe ich sehr, sehr viel Platz, kann beide Fahrer- und Beifahrersitze nochmal drehen. Unter dem Hubbett habe ich nochmal Schränke eingebaut mit Häfelebeschlägen. Alles ist mehrfach auch nochmal verriegelt. Ein LT100 Klassiker, Schaut-Bedienteil, spricht einiges dafür, dass die ganze Fahrzeugelektrik unter dem Fahrersitz drunter ist, da in dem Bereich. Und da kann man auch unter Fahrer- und Beifahrersitz dann jeweils Batterien nachrüsten. Wenn ich hier so sitze und über das Fahrzeug drüber schwenke, fallen mir direkt mal ein paar Sachen auf, wie zum Beispiel dieses ganz große Panoramafenster, an dem ich den blauen Himmel hier über Sulzemoos sehe. Flächenvorhänge sind jetzt hier verbaut und ja, ein ganz wichtiges, tolles, werden jetzt viele schreien, sagen, ach, ein Vorhang, nein, der Vorhang, der hat natürlich riesen Vorteile, gerade jetzt, wo Gaspreise eventuell steigen werden, der Gasverbrauch sinkt signifikant mit einem Vorhang im Herbst, denn das Fahrzeug kann ja auch im Winter benutzt werden, wenn es einen beheizten Abwassertank hat. Die Küche
ist mit hellem Holz versehen. Auch hier diese Elemente sind beleuchtet. Also im Abend kann man das illuminieren und es scheint wirklich wunderschön. Viel indirektes Licht hier in dem Fahrzeug verbaut. Und auf der Seite großer Spiegel mit einer Garderobe direkt im Eingangsbereich und einem Fliegenschutz hier an der Seite, der natürlich nur geöffnet werden kann, wenn die Tür geöffnet ist. So, ich will schon gar nicht mehr aufstehen. Kleines Detail, diesen Tisch hier kann ich absenken, indem ich das Bein hier halbiere und hinten in diesem, sieht man es ungefähr da, dort gibt es eine zweite Aufnahme und da kann ich den Tisch ablegen und daraus dann hier ein Bett bauen. So, auf geht's in die Küche. Es gibt einiges zu sehen, denn die Küche hat genauso wie bei Carrado hier so eine ganz feste Blende drunter, die wirklich, da wackelt nichts mehr, da ist alles nochmal Hintergrund beleuchtet. Hier ist eine komplette LED-Leiste drunter. Ich habe Remi-Verdunklung hier mit drin, also sehr hochwertig. Kann also das Ganze stufenlos dann nochmal verstellen. Ich habe euch ja schon erzählt, dass draußen wirklich die Fenster, das ist alles tief verdunkelt, sodass ich also kaum von außen nach innen reinschauen kann. Es sei denn, innen ist natürlich jetzt die ganze Beleuchtung an und es ist dunkel draußen. Aber so tagsüber habe ich da nochmal einen irre Wärmeschutz. So kleine Details, die hier verarbeitet worden sind, wie zum Beispiel USB-Steckdosen an einen Bereich, wo ich es dann einmal nutzen kann auf dem Fahrersitz während der Fahrt, aber auch hier im Küchenbereich, dass ich hier also ein Handy ablege und so weiter, das aufladen kann, das ist mit dabei. Und oben habe ich eine Steckdose, sodass ich also hier meine Kaffeemaschine anschließen kann und die hier abstellen kann. So eine kleine Pixie von Nespresso, das geht. Und hier sieht man sehr schön nochmal den Platz, den ich habe für Besteck und Töpfe. Dann der große Ted Ford, den Platz habe ich ja dafür. Das ist einmal der Kühlschrankbereich und einmal der Gefrierschrank. Der ist auf der Seite. Hier oben nochmal ein großes Staufach und ein Längseinzelbett mit Bettmaßen von roundabout 2x2 Meter. Das ist wirklich riesig und verspricht natürlich eine tolle Nacht und viel Schlafkomfort hier in dem Auto drin. Zwei Schränke hier drunter. Hier kann ich nochmal jede Menge Sachen aufhängen. Da ist auch nochmal eine Kleiderstange mit drin. Und hier habe ich nochmal auf der Seite nochmal einen großen Schrank. Und darunter verbirgt sich dann die Heizung auf Gasbasis. Hier ist nochmal die Heizungssteuerung direkt am Bett. Kann ich also nachts einfach sagen, ich möchte da die Heizung runterregeln oder eventuell sogar ausmachen. Das Bad, auch hier Klassiker von Carrado. Nochmal Seiten verdreht hier das Schwenkbad. Also hier kann ich einfach öffnen. Das ist die Tür, die ich nochmal zusätzlich öffnen kann, damit ich das Bad wasserdicht machen kann. Das ist der Tagmodus mit Toilette. Sieht so aus. Hier an der Seite ist nochmal ein kleiner Schrank. Und jede Menge Kleiderhaken nochmal mit drin für Bademantel und so weiter, was ich dann da brauche. Großer Spiegel mit drin, Waschbecken, Klopapierrolle auf der Seite und tada, das Schwenkbad, das einfach ausgeklappt wird. Also simpel, aber sehr funktionell und auch in den Holzfarben sehr gelungen. Große Sitzbank auf der Seite, habe ich eben drauf gesessen, wollte gar nicht mehr aufstehen. Und ein Schuhschrank, der direkt im Eingangsbereich drin ist. Ja, die Modelle, die unterscheiden sich wirklich wesentlich, je nachdem, was man gerne hätte. Es gibt viele Modelle hier von Sunlight. Es gibt einmal die Van-Klasse, die haben wir gefilmt auf der Seite. Das Besondere hierbei ist, die Fahrzeugbreite ist nochmal ein gutes Stückchen schmäler. Und hier haben wir klassische Aufbaubreite, müssten 2,32 sein. Ich gucke aber gleich nochmal nach. Hier liegen wir bei 2,32. 676 Kilo Zuladung, das ist ordentlich. Und natürlich ein Grundpreis 54,499. Und zumindest die Fracht kommt drauf mit 1090 Euro und 67.145 Euro für die 2022er Serie, wie sie hier steht. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind beim Freistaat in Sulzemoos. Wenn auch Sie mal hier vorbeikommen, kostenlose Stellplätze und bis zu 3 Tage sogar. Und wirklich, es gibt hier eine Gastronomie, die braucht man auch 2 bis 3 Tage, denn es gibt viel zu sehen, unter anderem die komplette Sunlight-Serie. Vielen Dank. Tschüss.